Hübi von Swisstop. Mühsames Thema, meine Bremse macht Geräusche. Ich gebe hier euch ein paar Tipps, die euch bestimmt helfen werden. Zuerst immer wichtig, dass ihr eine saubere Bremsscheibe habt. Empfehlung, unseren Swisstop Power Clean verwenden, auf ein Tuch. Scheibe reinigen hilft oft, dass es nachher schon viel ruhiger zu und her geht. Zweitens, ihr habt das Gefühl, es schleift irgendwas, dann könnt ihr mal reinschauen oben in die Bremse, mal am Rad drehen. Jetzt hören wir, dass die Scheibe definitiv an den Belägen streift. Unangenehm, auch nicht gut für die Performance der Bremse. Hier könnt ihr den Bremssattel perfekt ausrichten. Hier wieder alles nachziehen und Glück gehabt, funktioniert streiffrei. Und wenn es jetzt auf der Fahrt noch richtig fest quietscht und ihr bringt das Geräusch nicht weg, habe ich noch einen weiteren Tipp. Und hierzu zeige ich euch, wie ihr den Silencer von Swisstop anwenden könnt. Bremsbeläge, die quietschen, habe ich ausgebaut. Jetzt nehme ich unseren Power Clean, um die Beläge mal sauber zu machen. Sprühe darauf und nehme einen Lappen und nehme den ganzen Schmutz, der da drauf ist, nehme ich weg. Das ist mal Schritt 1. Ihr seht hier, hat es Rückstände drauf. Kann sein, dass da irgendetwas verschmutzt ist und auch Geräusche macht. Zweiter Schritt, ich nehme die Beläge, ziehe sie über ein Schleifpapier. Dann ist die Oberfläche wieder wie neu und die quasi Poren sind auch wieder geöffnet. Nun nehme ich unseren Swisstop Silencer. Ich nehme die Dose. Da hat es eine Kugel drin, da müsst ihr wacker schütteln, 30 Sekunden oder so, bis ihr die Kugel gut hört, dann ist es alles wieder gut durcheinander gemischt. Und jetzt, ganz wenig, aus einer Distanz von 25 cm, zweimal kurz aufsprühen, es braucht wirklich nicht viel. Dann, was zu viel ist, könnt ihr mit einem Lappen so abtupfen. Das wäre es eigentlich schon gewesen. Ein paar Minuten eintrocknen lassen, Beläge einbauen und dann einmal richtig heiß fahren, das ganze Bremssystem. Ihr werdet die Bremspower wieder zu 100% zurückbekommen und das Ganze geräuschfrei. Und das hält auch eine rechte Weile, wenn ihr das genau so macht, wie ich euch das gezeigt habe. Viel Spaß und geräuschfreie Fahrt!